Hallo miteinander. Hallo. So, Adriano, heute haben wir wieder eine neue Session vor uns. Ja, heute habe ich eine Überraschung. Komm mal mit, wir schauen mal. Oh nein! Ja, Überraschung. Wir sind gut. Ja, nein! Juhu, ihr habt schon gesehen, der Fredi ist wieder da. Und schaut mal, welches Prachtsexemplar wir euch heute vorstellen dürfen. Der Porsche 935. Hallo Fredi! Hallo! Schön, bist du wieder da. Ja, es ist schön, wieder da zu sein. Es tut mir leid, dass ich so lange abwesend war. Es hat sich leider so ergeben. Wir wissen alle, in welcher Situation dass wir alle stecken. Und das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir hier angefangen mit so coolen Videos. Und damals haben wir ein bisschen unterlegt, weil ja, es ist irgendwie schade. Wir haben im März unseren ersten Track-Trip geplant mit dem Team, mit Gästen, mit Kunden und haben eigentlich wieder das Auto einweihen in Mugello. Ja, ist halt leider abgesagt worden und uns ist langweilig, wir sind ein bisschen deprimiert, wir wollen wieder fahren und ja, jetzt nehmen wir den halt für unseren allerersten Rollout übrigens. Also wir sind jetzt nur ganz kurz für die warm gefahren, aber abgesehen davon fahren wir sehr schön. Super Freddy, ich freue mich schon. Adriano, ja, das Auto gefällt dir sicher besonders. Ja natürlich, das ist ein Porsche, das ist eigentlich meine Traummarke, hä? Ja, wir haben so ein bisschen einen internen Machtkampf, Porsche versus Ferrari. Genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es sind sicher alles, beides gute Marken. Jetzt, bei dem Auto haben wir ja auch etwas Besonderes. Es ist ein Rennwagen, reinrassiger Rennwagen ohne Straßenzulassung. Auf was basiert das Auto? Der basiert auf dem Porsche GT2 RS. Fahrwerk und Motor ist rein vom GT2 RS. Ja. Da hat man eigentlich einfach ein aerodynamisches Kleid verpasst. Ganz genau. Komplettes Kabel. Genau. Schade haben wir heute so viele Leute stehen, aber das ist nicht so schlimm. Dann können wir wieder putzen. Wir haben das Auto verliert. Das ist wirklich alles aus Carbon, aber es ist halt ein Rennsport-Carbon, wo man da nicht wirklich nicht. Auf der Glänze, ja, wo man Glänze sehen, ist es Sicht-Carbon. Denkst du, ist das ein schnelles Auto? Ja, der hat 700 PS, sagt man. Ich schätze, der wird ein bisschen mehr haben, weil es eine Rennversion ist. Ich schätze, er hat bis 740 PS. Mhm. Da müsste eigentlich auf der Gerade etwas vom Schnelleren sein, selbst im Vergleich zu Formelautos. Ja. Die Aerodynamik ist gut, Leistung passt. Und ist sehr leicht. Hey, komm, probieren wir doch mal schnell aus. Ja, machen wir. Ja. Ich muss nicht zuerst andrücken. Nein, nein, ich lasse dich zuerst fahren. Okay. Adriano, wie fühlst du dich im Porsche 935? Ja, ganz schön fühle ich mich hier. Hey, das ist wie bei mir zu Hause. Ist nicht ein bisschen eng? Ja, bei meinem Rennauto muss man ein bisschen satt sitzen, damit man das Gefühl hat, wie noch mal ausbricht oder so. Okay, erzähl uns ein bisschen ja. Von dem Interieur. Wie ihr hier seht, ist es, wenn ihr hineinschaut, ist es ähnlich wie der Porsche GT2 RS. Das einzige ist das Display, das sich hier geändert hat. Da steht da schöne 35er drauf. Man kann hier auch das Lenkrad wegnehmen. Das zeige ich euch, dass man besser einsteigen kann. Hier ist der Hauptschalter für die Batterie. Dass man das Steuergerät hochfahren kann und der Schlüssel ist eigentlich ganz normale Autoschlüssel, wo man den laufen kann. Okay, gut, dann lassen wir doch jetzt mal ein bisschen den Sound von dem Auto an. Oh.
unseren Rundkurs. 400 Meter, dreimal rechts. Aber wir können nicht Rennwege fahren. Also es ist eine Maschine, es ist eine Waffe, es geht ab auf die Gerade. Ja. Wir machen übrigens mit dem Auto, sobald wir wieder aufmachen dürfen, ab Juni machen wir unseren ersten, einen von den ersten wohl auch mit dem Auto. Also nicht verpassen, das lohnt sich auf jeden Fall hier dabei zu sein.